6 Pence kriegt ihr noch raus. Hey, unser Ordnungshüter. Sieht aus wie ein Schwein in Reithosen. Alles durchsuchen. 2 Mann rauf. Wenn er hier ist, hänge ich ihn zusammen mit euch. Wenn wer hier ist, Captain Spiker? Der Bandit, den wir suchen. Banditen führen wir nicht, Captain. Doch, einer steht gerade vor dir. Eure Zungen werde ich noch mal am Galgen annageln. Ein hübsches Lied wollt ihr kaufen? Die Erhängung der Turpins. Turpin ist längst tot, Spiker. Er baumelt in York und wenn sie ihn nicht abgeschnitten haben, füttert er dort die Dollen. Nun verschwindet, habt zu tun. Aber Sir John. Kein Aber, Spiker. Ich habe euch als Landjäger gemietet, nicht als Geisterjäger. Turpin hat mir lange genug zu schaffen gemacht. Nun kommt bloß nicht und weckt ihn auf. Der Mann, der am Galgen in York baumelt, ist leider nicht Turpin. Bestimmt. Ihr habt wieder einen über den Durst geholt. Durchaus nicht, Sir. Meine Nachricht stimmt. Der Mann, der da in York gehängt wurde, gab sich nur als Turpin aus. Ja, lächerlich. Dann sagt mir, wieso konnte Turpin am selben Tag 2 Postkutschen ausrauben? Früh die in Bristol und am Abend die in Dover. Der Mann, der die in Bristol ausraubte, wurde gefasst, Sir. Und ich glaube schwerlich, dass ein Gehängter nach Dover reist. Und dass sich einer als Turpin ausgibt, das macht nur ein Lebensmüder. Wisst ihr, wie Turpin hier verehrt wird, Sir? Allerdings, mein Freund. Alle schrien hoch Turpin, als er zum Galgen ging. Der Kerl hatte seinen Spaß an der Rolle und er spielte sie zu Ende. Ah, Unsinn, Spiker. Der Schnaps hat euch die Denkröhren verklebt. Nun seht ihr 2 Turpins. Warum nicht 1 Dutzend? Ihr könnt euch Turpin einfach nicht aus eurem Dickschild schlagen. Das ist es. Ihr habt ihn so lange gejagt, dass ihr euch jetzt, wo er tot ist, wie ein Bestohlener vorkommt. Er ist tot und in der Hölle und beklaut höchstwahrscheinlich den Teufel. Und nun zur Sache. Bis morgen Abend fliegt diese Wirtin vom Schwarzen Schwan aus ihrer Schnapsbude raus. Der Pachtzins ist fällig. Sie fliegt also ganz legal. Und ihr Balk von Sohn gleich mit. Und wenn sie bezahlt, Sir? 20 Guineas, bisschen hoch, ne? Wenn sie bezahlt, kann sie bleiben. Bis wir die Pacht noch höher schauen. Gute Nacht, Spike. Und Spiker, in Zukunft keine Geisterjagd mehr. Halt! Geld oder Leben! Ja, aber ich habe kein Geld. Du lügst, Schurke! Nein, nein, nicht schießen. Steig runter! Und nun raus mit der Börse! Mmh.
Glasperlen sind das nicht. Das Geld gehört meinem Herrn. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, Dick Turpin hat's genommen. Turpin? Aber Turpin ist tot. Sehe ich tot aus? Mein Herr wird mir nicht glauben. Er wird sagen, ich hätte es gestohlen. Dein Pech, Freundchen. Nein, nein, Sir, wartet. Wenn ich eine Art Kampf vortäusche, dann verzeiht er mir vielleicht. Einen Kampf? Ja, einen Kampf, um sein Geld zu retten. Wenn ihr ein, zwei Löcher in meinen Hut mit eurer Pistole, Sir, das würde ihn überzeugen. Wirf ihn hin. Ja, gern, Sir. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich seid ihr bestimmt nicht. Seht an, wir werden hier jeden Tag jünger. Ich hab's satt, wenn jeder Straßenräuber von hier bis Newcastle meinen soliden Namen benutzt. Zieh ab zu deiner Mutter. Aber Spiker schmeißt uns raus, wenn wir nicht die Pacht von 20 Guineas zahlen. Irgendwoher muss ich die Summe doch schaffen. Aber nicht so und nicht von mir. Los, steig wieder auf. Hier, nimm. Ehrlich getauscht ist nicht geraubt. Und nun zieh ab. So. Jetzt wird geräumt. Ihr könnt uns doch nicht einfach fortjagen. Du wirst staunen, was wir alles können. Keine Pacht. Kein Dach. Oh, Captain! Jetzt aber raus! Und nicht geheult! Ihr macht uns zu Bettlern, Captain! Betteln ist keine Schande, Mrs. Smith. Also nun packt eure 7 Sachen und verschwindet. Sir, gebt mir noch eine Woche. Nichts da, keine Sekunde. Wegen Zahlungsunfähigkeit sind sofort zu exmittieren Schankwirtin Mary Smith, desgleichen ihr Sohn Nicholas. Habt Erbarmen mit uns, wir sind doch... Fangt an, Jungs! 20 Guineas. Bitte. Zählt ruhig nach. Ist doch irgendwo geklaut, hä? Jeder Penny ist ehrlich erlangt. Ehrlich geborgt? Ja, geliehen. Oh, was war es? Welch freundliche Überraschung. Das Aas geborgt hat sie's. Besser geborgt ist nehmen als blank sein. Da schluckt man seinen Stolz gern runter. Zumal, wenn man es so hübsch rechtmäßig bekommt. Sag ihr, sie kann hier bleiben. Jedenfalls für ein paar Wochen. Rock im Hall! Ihr könnt bleiben. Gelobt sei Gott. Gelobt seien die 20 Guineas. Einen Becher Wein, Sir? Danke. Ihr habt sie also geborgt, die 20 Guineas? Ja. Von wem? Von einem Freund. Einem alten Freund. Einem guten alten Freund. Kommt mit, Jungs! Nick, wohin? Ich muss Mr. Turpin warnen. Nein, Nick, bleib hier! Was zum Teufel? Ach, du Scheibenkleister. Mr. Turpin! Mr. Turpin! Turpin! Mr. Turpin! Hey! Ha! Mr. Turpin! Mr. Turpin! Du holst mir noch eine Schlinge um den Hals, du Trottel. Aber Spiker ist hinter euch her. Ach, zur Hölle mit Spiker. Ich hab keine Zeit jetzt, ich muss mein Geld wiederholen. Thank you.
Kapitän! Hinterher und dranbleiben! Fahr zu, Gregory! Fahr zu! Schneller! Halt, hab ich gesagt. Hast du Bohnen in den Ohren, Junge? Also. Ich lasse dich hängen. Bedauere, ich bin schon gehängt. Raus jetzt. Vorwärts, Jungs. Wir haben ihn. Ja, Turpin. Ja, Turpin. Ja. Gestellt, Turpin. Brav, Lassie. Irgendwas sagt mir, dass euch das nicht gehört, Charles. Und eure Ringe? Ja, beim Himmel, das... Beim Himmel? Denkt ihr, man lässt euch da rein, hä? Seid herzlichst bedankt. Tü, gerne mit. Hey, ha! Sie Pfeifenkopf, Sie Quadratesel! Ich lasse Sie aufspießen, ich brate Sie am Spieß, Sie Rindschaffe! Seid ihr verletzt, Sir? Verletzt, Sir? Ich bin tot, ich bin erledigt, meine schönen Smaragde, alles futsch! Der Kerl hat mich wieder ganz ausgenommen! Und was dich angeht, du Geierküken, du Grünschläfliches, dich knüpfe ich an den Geigen, und zwar höchstpersönlich, jawohl! Du wirst hängen! Morgen früh soll er verurteilt werden. Ob Sie wirklich mit dem Hängen ernst machen? Wir haben schon 10-Jährige gehängt. Wegen dem Brot. Gibt es denn kein Recht mehr? Oh, Mary. Für uns eins doch nie. Wenn es eins gäbe, dann hätte ich mein Zuhause. Ihr meint eure Farm? Eine schöne Heimkehr war das, nachdem ich für England gekämpft habe. Für seine Freiheit. Jetzt gehört alles dem Fettbauch. Meine Farm, alles hat er geschluckt. Natürlich ganz legal, während meine Mutter vor Hunger starb. War ein königliches Willkommen daheim. Naja, ich zahl's ihm zurück. Dem Sheriff? Ich werde ihn einkreisen. Ihn und den Captain. Ihn Stück für Stück aushöhlen, so wie Wasser den Stein hört. Und mein eigenes Recht üben. Dann übt's auch für Nick aus. Und für euch, für mich. Damit wir beide... Ihr wisst schon, so wie einst. Wo finde ich Nick? In Sir Johns Keller. Angenommen, es würde klappen. Und ich würde ihn rausbekommen. Aber in einem Monat hätten sie ihn wieder hinter Gittern. Außer wenn ihr ihn mit euch nehmt. Mit mir nehmen? Mary, weißt du, was du da von mir verlangst? Er ist ein braver Junge. Ihr würdet eine Stütze an ihm haben. Ja, eine Stütze. Oh, Mary, verdammt nochmal, ich bin ein Brigant und kein Schulmeister. Probiert's doch. Nein, Mary, nein. Mary. Ich muss wohl nicht mehr ganz klar sein. Hey, mach mir den Weg frei! Ich kann nicht, ich bin krank! Da will ich mal einen Doktor rufen. Aber ihr seid doch Doktor. Ja, aber ihr könnt euch meine Rechnung nicht leisten. Seht wenigstens mal nach. Ja, schön, aber nur ausnahmsweise. Sowas. In der Brust.
Weiter oben. Halt! Was war das? Komisch, jetzt geht's mir auf einmal besser. Du schottest mir meiner Dieb von meiner... Ich erkälte mich so leicht, wisst ihr? Erkältung? Die Schwindsucht soll zu kriegen, ja? Ja, 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 die Schwindsucht. Ihr habt recht, natürlich. Und die röteln, ja. Mal sehen, was ihr Schönes im Kasten habt. Schwupp, Pim, was zum Verbinden und... ein Schlafpülverchen. Also dann, ich werde in Kürze wieder hier sein. Muss bloß noch zu einem anderen Patienten in Rockham Hall und der kann sich meine Rechnung leisten. Bitte bin los, sofort los, bin! Verweiter! Das könnte nicht sein! Woher habt ihr das, hä? Von einem Sterbenden. Sterbenden? Ja, und er starb auch. Richtig tot? Ja, tot wie ein Grabstein. Tot? Hm? Der Patient hieß doch nicht Harwin. Doch. Seid ihr sicher? So sicher, wie ich Doktor bin. Ah. Und er bereute sehr. Er bat mich, ich möchte euch diesen Ring zurückbringen, als Zeichen der Buße. Er gab euch aber nur den? Nur den, ja. Teufel, die Smaragd hat er dem noch verscheuert. Ich fragte ihn nicht danach, er war nicht mehr ganz beisammen. Kopfschuss. Lieber Herr, er wurde nicht erschossen. Und wie starb er dann? Qualvoll, mein Herr. An der Best. Die Best. Herrgott, seid ihr sicher? Ich habe viele dran sterben sehen, Sir John. Das brennende Fieber. Die furchtbare Agonie. Und dann... Und dann... Aus. Hilfe! Hilfe! Ja, es war schrecklich anzusehen. Grauenvoll. Er verfluchte den Burschen, bevor er starb. Den Burschen? Welchen Burschen? Den Burschen, von dem er die Pest bekam. Wir begruben heute früh seine Mutter. Aber er ist hier. Der Bursche mit der Pest ist hier. Was? Der Pestkranke. Hier bei euch? Ja. Dann bloß keine Zeit mehr verlieren. Er muss aus dem Haus, bevor wir alle hier die Pest kriegen. Aber er schien mir nicht krank. Ja, die verdeckte Pest ist am gefährlichsten. Gebt euer Glas her. Euer Glas. Hier. Also, wo ist er? Im Keller unter Bewachung. Aber was wird mit mir? Trink das. Ja. Na, trink, nicht so zaghaft. Und nun, zeigt mir den Keller. Nein, nein, ich kann nicht mit meinen Beinen. Briggs, Briggs, du! Sei kein Feigling, das ist ein Befehl! Zeig dem Doktor den Keller los, Kusti! Und fass dich hinterher! Hey, die Pest. Ich glaube, ich hab sie schon. Lasst den Gefangenen frei. Befehl von Sir John. Freilassen? Warum denn das? Lebensgefahr, Sir. Er hat die Pest. Und die Pest? Ja, die Pest. Öffnet die Tür. Sir John. Sir John, wacht auf! Sir John, wacht auf, verdammt! Turpin. Aha. Dr. Turpin. Nick, hol die Kutsche! Ja, tu, was ich sage! Degen dürfen nur Gentlemen tragen, Turpin. Dann werft euren doch weg. Oh!
schießen! Wer fehlt den Jungs, sie sollen ihre Pusterrohre fallen lassen? Sofort. Sonst schnitze ich meinen Namen in euren Adamsapfel. Werf die Waffen weg! Danke. Und nun hört, ihr werdet Sir John eine Botschaft zukommen lassen, sobald er von seinem Nickerchen erwacht ist. Sagt ihm Spiker, wenn er Mary Smith nicht künftig in Ruhe lässt. Dann brenne ich sein Rockham Hall nieder bis auf den Grund. Habt ihr verstanden, Spiker? Ich bestell's ihm. Sehr verbunden. Nick, volle Fahrt! Hab seinen Sattel geseift! Scheiße! Du willst also Brigand werden? Ja, Mr. Turpin. Gewöhnt dir endlich ab, meinen Namen rumzubrüllen. Du brüllst uns ja die Häscher von ganz England auf die Fersen. Ihr wolltet mich erst nicht mitnehmen, stimmt's? Wie kommst du auf die kranke Idee? Ich habe sogar eine Art Künstlernamen für dich. Nicht Nick, sondern Swiftnick. Swiftnick? Ja, ist eine Verpflichtung, so hieß schon mal ein berühmter Brigant. Der pfiffige Nick, und dem machst du hoffentlich Ehre. Wir zwei stecken ja nun zusammen, ob ich will oder nicht. Also Augen auf, dann leben wir ein paar Monate länger. Wo reiten wir denn hin? Weit weg von hier, Swiftnick. Aber nicht so im Trab. Volle Fahrt!